Ja, das geht's natürlich gleich los. Ist mir jetzt aber wurscht. Oh, cool. Was mache ich mit den Eiern? Also, ich habe jetzt so viele und die sind halt auch schon halb nicht mehr so gut. Das ist die das Geräusch von... Das kann doch nicht sein. So, ich glaube, man kann nicht irgendwie Bacon and Eggs machen. Ich bin mir nicht sicher, wie es geht. Ich hau mal zwei davon rein. Ich brauche einen Hasen dazu, da bin ich mir recht sicher. So. Also ein Fleisch halt. Ich nehme mal zwei Fleisch am besten. Ich mache mal zwei Eier, zwei Fleisch und schau mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, das könnte Bacon and Eggs gewesen sein. So, gut, was mache ich jetzt? Ich lege mein Menü weg. Ich bringe meine Spinnenseide weg. Ich versuche dieses extrem nervige Geräusch zu ignorieren. Ich habe unheimliche Mengen an Pinecones, wo ich einfach auch mal die Hälfte mitnehme, was reicht, glaube ich. So, den Heatstone packe ich weg, den brauchen wir erst im Winter wieder. Die Charcoal ist da, glaube ich, drin, genau. Logs, ach, da guck her, es ist doch noch Winter. Ich war hier jetzt schon völlig in cool, es wird wieder warm Stimmung, aber dem ist einfach noch nicht so. Habe ich kapiert. So, gut, da kamen jetzt auch nur Meatballs raus. Ja, also das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich will es einfach rausfinden. Ich will es einfach rausfinden, ja. Seht es mir nach, auch wenn es jetzt totaler Bullshit ist. Was ist das jetzt? Wet Goop. Tja, was gar nichts gebracht hat. So, und wie ist es mit das da? Also, ich probiere jetzt einfach rum. Ich habe was Neues gefunden, mit dem ich noch nicht gearbeitet hatte im Spiel. Und ich probiere jetzt einfach mal rum, was man machen kann. So, und gehe jetzt mal raus und Hasen einfangen. Und jetzt hätte ich den Heatstone vielleicht doch wieder einpacken sollen, ne? Wenn das hier noch als Winter zählt. Aber ich glaube, ich weiß ja, wo ich, das Geräusch gefällt mir gar nicht. Und da kamen jetzt auch noch Meatballs raus. Okay. Ja, ist jetzt alles nicht schlimm. Ich esse es jetzt einfach mal, um hier diverse Dinge zu restoren. So, aber es sieht meiner Meinung nach trotzdem wieder sommerlicher aus. Es ist wahrscheinlich echt nur dieser Übergangstag jetzt. So, jetzt Rabbit. So, und dann nehme ich einfach noch einen Rabbit raus. Dann machen wir mit drei Rabbits und Monster Meat wieder nochmal Meatballs. Die lasse ich dann auch da liegen erstmal. Die sind für morgen schon vorgekocht. 1, 2, 3, guck. So, jetzt nehme ich auch noch die Shovel zur Hand. Damit wir die auch mal hinrichten einfach. Und das Crank-Thing kommt da rein. Schaufel in die Hand. Ja, also der Winter ist eindeutig vorbei. Ich glaube, das war jetzt der letzte Wintertag. Wir haben bald wieder Sommer. Und solange ich jetzt hier noch Zeit habe, mache ich die Sachen raus. Und solange ich jetzt nicht erfriere, vor allen Dingen halt auch. Und da ist ein Gobbler. Und Gubbler. So, einfach ein bisschen. 73, ich krieg noch keinen Schaden, ne? Ich krieg jetzt den erst demnächst. So, also. Hinfort zum Feuer. So, kann man gleich mal ein Fuel drauflegen. So. Gut. Gut, 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 gut. So, ich habe meinen Speer, ich habe meine Schaufel, ich habe eine Axt und ich habe meinen Hammer, mit dem ich noch die Schweinehäuser da unten weghauen kann. Und neue errichten kann hier oben dann, ne? Das ist nach wie vor ein Plan. Also die drei Schweinehäuser haue ich auf jeden Fall noch zu Brei. Die hier unten, weiß ich nicht. Vielleicht auch. Ich denke, ich siedle mehr. Ach, guck mal, da war auch so einer. Das hätte schief gehen können. Denk mal, ich siedle alle Schweine hier bei mir in der Nähe an. Irgendwo da so außen rum und baue in der Mitte noch mehr Spinnen hin.
Die Spinne kann ich mir noch holen und hier drüben kann ich mir noch eine holen und zu den Ponds wollte ich eigentlich gehen, ne? Ja. Schauen wir mal, und Fischsticks wollte ich ja wieder machen. Es ist Tag 35 und die Nacht bricht heran. Manure hat mir auch gut gelangt über den Winter. Also ich habe im Endeffekt nur einen halben Stack verbraucht, den Rest konnte ich immer wieder auffüllen. So, ich hole mir jetzt mal nochmal ein kleines Jerky. Einfach damit die... Alter. Wir kommen aus dem Winter raus mit fast 150 Sanity. Ich bin happy, also... das war jetzt der erste Winter in diesem LP, der irgendwie geklappt hat. Und ja, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ich werde jetzt auch anfangen, hier mächtig Ressourcen zu sammeln, das hier alles etwas zu fortifizieren. Also ich möchte hier eine Wand wirklich im großen Stil aus rumziehen. Und ja, mal schauen. Vielleicht sogar um ein paar Hasenlöcher, dass ich die mit anschließe an meine... Also dieses Spieluhr-Musik-Ding, sie geht mir halt echt auf den Zeiger so langsam. Die Fishing Rod packe ich auch direkt einfach ein. Ich gehe dann direkt angeln. Und einen Koalafanten will ich jetzt definitiv diesen Sommer fangen. Also ohne Koalafant geht gar nichts. Weil ich will dann nächsten Winter die richtigen Klamotten haben auch. So, der La. Was mache ich denn dann? Ja, gehe ich hier hoch zu meinem einzelnen Pond. Ich werde vielleicht auch mal hier die Ecke mir genauer anschauen, ob da noch irgendwas dann ist. Bevor ich dann drunter gehe und die Schweinehäuser abreiße. Es hat noch ein paar Tage Zeit, weil erstmal müssen die Spinnen-Dinger hier wachsen. Aber wenn da, ich meine, wenn da dann irgendwann zwei, drei Tier 3 Spinnenhäuser stehen, dann, die ich regelmäßig platthauen möchte, dann brauche ich schon mehr als nur zwei oder drei Schweine in meinem Gefolge. Dann kann ich schon mal so fünf gebrauchen. Und die ernähren sich ja quasi selber, wenn sie die Spinnen platthauen. Und wenn diese Spieluhr nicht bald aufhört, ey. Es sieht immer noch sehr kalt aus. Ich glaube, ich nehme das fast zurück, ne? Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Pinguine sind auch weg. Da ist ein Pinguin-Camp, da ist ein Pinguin-Camp. Also allzu lange kann der Winter auf jeden Fall trotzdem nicht mehr dauern, bin ich der Meinung. Ja, und der Heatstone heizt sich auch auf. Das ist auch noch eigentlich noch ein Zeichen, dass der Winter noch andauert aktuell. Naja. Alter, die Spieluhr geht mir so auf den Zeiger. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch, vielleicht könnt ihr es, weil ihr hört es ja auch. You know, it's warmth is fading. Naja, nicht so depressiv, die Dame. So, der Winterhead. Mit 9 zu machen ist, glaube ich, günstiger als das Sewing Kit zu machen. So, dann hier direkt rüber. Ne, heimwärts vielleicht mal bei dem Pinguin-Camp vorbeigucken. Also, als ich die angegriffen habe, war auf gut Deutsch ziemlicher Schwachsinn. Da liegt ein bisschen Rot rum. Braucht man echt nicht machen, die anzugreifen. Ich meine, da ist ein Berry-Push mit Berries dran. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist winterlich, hätte ich fast gesagt. Ich meinte aber sommerlich. So, jetzt hier. Wo bin ich denn hin? Fishing Rod. Fisch. Stop Fishing. Nein, noch nicht. So, einen habe ich. Und einen zweiten will ich auch noch. Ne? So, sehr schön. Jetzt habe ich zwei Fische. Also Fische sind echt schnell geangelt, muss man sagen, im Spiel. Wenn man so ein Pond in der Nähe hat. Aber gut, sie gehen halt auch echt schnell kaputt dafür. Das ist der Nachteil bei der Sache. Man kann die absolut nicht auf Vorrat irgendwie angeln. So, und dann machen wir nämlich Fischsticks. Und mit den Fischsticks heile ich mich dann erstmal hoch. Zwei Stück mache ich, das ist perfekt.
Was brauchen wir für Fischsticks? Fisch und Sticks und kein Meat. Also halt, kein Meat. Jetzt laufe ich diesem Geklimper mal nach. Das ist halt irgendwo direkt hier, ne? Ganz komisch. Ja, das ist jetzt das Problem. Ich darf kein Meat reintun in die Fischsticks. Ich weiß nicht, ob da Monster Meat dazu zählt. Und wenn ich zwei Monster Meat reintue, dann habe ich halt auch schon wieder Monster Lasagne. Da habe ich jetzt wieder nicht bis zum Ende mitgedacht, muss ich gestehen. Ich esse erstmal was Normales. Ah, guck mal, aber ach, Pumpkin. Den Pumpkin könnte ich anderweitig natürlich auch sehr gut benutzen. Aber, naja, jetzt muss ich ne für Fischsticks benutzen. Und so. Guck. Alter, diese tolle, schöne Spieluhr gibt mir sowas von auf den Keks. So, und ich muss mal wieder neue Fallen machen, trotz allem, auch wenn die Ressourcen dafür gerade nicht so übermäßig viele vorhanden sind. Aber zumindest ein paar davon kann ich hier wieder einsammeln. So. Darkness will be here soon. I must prepare. So, jetzt können wir mal ein Menü nachlegen. So, aus Erwärmungsgründen. So, und das ist auch genau hier irgendwo in meinen Gebüschen. Das ist genau in meinen Gebüschen spielt irgendwo diese Spieluhr. Und hier geht's Suspicious Surfpile, also im Sommer wieder gehe ich dem auf jeden Fall nach. So, da haben wir Fishsticks, wir sehen hier 85 und ich werde mir die zuführen. Und wir sehen, badam, und genau deswegen sind die Fishsticks einfach nur geil. So. Und ich probiere es jetzt einfach mit dem einen Fisch, bevor er mir verkommt. Nur Monster Meat kann ich einfach nicht machen. Das geht nicht. Das gibt Monster Lasagne. Ach, weißt du was? Dann wären es halt Meatballs. So. Jetzt wollte ich mal hier runter gucken. Einfach mal so aus Spaß an der Freude, was meine angepflanzten Spinnen so machen. Hier so ein bisschen was einsammeln unterwegs. Dann war es nicht ganz umsonst. Okay, die legen sich gerade pennen, das ist gut. Ja, da ist noch ein Spider-Gland, was ich natürlich mitnehmen möchte. Und hier sind aber viele Spiders unterwegs schon, muss ich sagen. Ja, na gut. Ich gehe mal hierhin zurück. Zu meiner wirklich nicht ganz... Oh, guck mal, da kam jetzt trotzdem Fisch raus. Es ist wirklich ganz egal, was ich reinstecke. Hauptsache ein Fisch dabei. Sehr gut. Werde ich mir auch noch... Ach, ich packe mir einfach direkt rein. Dann sind wir wieder komplett voll, was das hier angeht. So, jetzt setze ich den anderen Hut nochmal auf. Die Wintermütze sieht eh nicht mehr so gesund aus. Und dann wird es jetzt Nacht, ne? Und ich glaube fast, dass ich jetzt eine Aufnahmepause mache, wenn ich hier im Menü nachgelegt habe. Weil, ja, wird Zeit irgendwie. Ich habe Hunger. Also ich muss Don't Starve im echten Leben mal spielen. Und deswegen bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und es sieht immer sommerlicher aus von den Temperaturen. Ich hoffe einfach mal, dass in der nächsten Aufnahme wir dann wieder im Sommer sind. Und ja, bis dann. Ciao.